Montag ist. Haben wir heute einen ganz besonderen Gast, der heute Blamieren oder Kassieren moderiert. Elton kann leider nicht heute, deswegen haben wir die gute Alte, unsere Freundin, die gute Alte, Alte sag ich nicht, die gute Hella von Sinnen zu Gast heute, meine Damen und Herren. Die gute Alte. Die gute Alte. Die gute Alte. Die gute Alte. Helga. Ja. Helga. Guten Abend, ihr Lieben. Oder um mit Elton zu sprechen. Guten Abend, Köln. Ich hab, ist das Original Eltons Anzug? Der passt hier. So, Kinder, jetzt bin ich dran. Ja. Das ist Original Eltons Anzug. Und die Dame vom Kostüm hat heute Nachmittag gesagt, der wird ihr nicht passen. Man hat gedacht, ich bin dicker als Elton. Also. Unfassbar. Und zweite Haut, oder, Kinder? Ja. So. Helga, Lotion. Ja, Helga, Lotion. Heute Abend hat sich der Dennis qualifiziert. Lieber Dennis, komm zu uns. Wo ist er? Den Karten um. Hast du geguckt? Nein. Namen lieber Dennis. Hallo. Ich habe dich eben schon im Schnittbild gesehen. Und wenn meine Gattin jetzt die Sendung sieht, wird er sagen, ah, der könnte was auf dem Zacken haben. Meine Gattin tippt immer, ob die Leute hier ablosen oder nicht. Ja, ja, Dennis, woher, wie alt, was machst du und warum? 24, aus Trier, BWL-Student. BWL-Student. Hobbys? Fußball. Fußball? Ja. Sternzeichen? Löwe. Guck mal, Löwe. Okay. Sagt mir gar nichts. Nee, das ist das Schöne an dir, dass du dich mit Sternzeichen nicht auskennst, aber kommt auch nicht vor. Ist das Zufall, dass du die gleiche Frisur hast wie Melanie Müller? Melanie Müller ist das die Promme aus dem Dschungel, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Hat die nicht einfach nur ein Nest, ein unsortiertes Nest? Und ich das schöne Haar heute Abend. Du bist gemein, Chef. Ja, okay. Ich werde übrigens nicht so devot sein wie Elton. Du bist ein lieber Schatz, sonst kriegst du richtig was auf den Backen Natürlich. Hier. Von der dicken Tante. So, Frage 1. Halt so hin, dass das keiner lesen kann. Ja, es tut mir leid, ich mach das hier nicht jeden Dienstag. Ja. Außerdem, ich fusche nie. Ich, auch ich würde nicht. Nicht auf die Idee kommen, da reinzugucken. Ja, du nicht, aber... Ach doch, doch, ich bitte dich, der Dennis doch nicht. Für einen BWL-Studenten geht es um sehr, sehr viel Geld. Aber Löwen fuschen nicht, ne? Nein, auf keinen Fall. Was spielst du denn im Fußball, wo bist du denn da? Auf welcher Position? Auf welcher Position? Im Mittelfeld. Okay. Ja. Was ist dein Lieblingsverein? Dortmund. Dortmund? Ich bin ja sehr dankbar, dass heute mal kein St. Pauli-Fan die Show in der Show moderiert. So, ihr Lieben, da ich heute hier das Sagen habe, fangen wir mal direkt mit einer Schätzfrage an. Okay. Ja. Wenn die Karten so hin ist, dass man nicht reingucken kann, wäre ich dir sehr dankbar. Wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, darauf aufmerksam zu machen, pass auf, wie soll ich sie halten, damit das nicht mehr kommt? So ist, so ist gut. So ist gut. So kann ich nicht. Ich kann auch. So ist perfekt. Ja, ja, ist gut, diese Zahl habe ich übrigens letzte Woche in der Zeitung gelesen und ich finde, das ist absolutes Basiswissen. Okay. Hier ist also eure Schätzfrage. Wie oft war die damalige britische Premierministerin Maggie Margaret Thatcher im Jahre 1984 beim Friseur? La, 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 la. Ein Jahr hat 365 das Tage. Das konnte man lesen in der Zeitung? Offensichtlich. Ich bin nicht deine Autorin. Ein Jahr hat 365 Tage. Es geht um das Jahr 1984. Sie war offensichtlich in Saft und Kraft und regierte England. Ja. Wie oft war Maggie Thatcher in diesem Jahr beim Friseur? Wie oft? Wer am nächsten dran ist, bekommt sofort den ersten Punkt. Wie macht der Elton das? Der stellt das dann hier vor den Buzzer? Mhm. Okay. Okay. Aber rechnen tut's bitte jemand anderer jetzt, oder? Die Differenz. Dennis tippt 99 und der Chef 400 Mal. Du hast echt gedacht, die geht zweimal am Tag zum Friseur. Ja, vielleicht mehrmals. Weißt du, wenn du morgens hast eine Sitzung, dann pennst du ein bisschen, dann gehst du wieder zum Friseur. Und wenn die Premierministerin war, dann hat sie viele Termine. Und dann muss sie auch sonntags und so. Und dann lässt sie sich jeden Tag frisieren. Und manchmal vielleicht sogar öfter. Die richtige Antwort ist 118 Mal. Kannst du schnell rechnen? Bist du näher dran? Ja.
Ist er näher dran? Ja, er ist näher dran. Damit haben wir 1-0 für Dennis. Frage Nummer 2. Der ADAC hat Scheiße gebaut. Beim Autopreis Gelber Engel wurde ordentlich manipuliert und gefälscht. Egal. Wofür steht... Ich freue mich. Du willst jetzt nur wahrscheinlich einen Buchstaben wissen, oder? Das heißt entweder, also ich weiß, wofür ADAC steht. So, wofür steht, das habe ich gehört. Das habe ich auch gesagt. So, du willst wahrscheinlich nur das erste A oder das zweite A wissen. Wofür du machst steht? Du machst das ja schon länger hier. ADAC. Dann entscheide ich alles sagen. Ja, ich kann dir alles sagen. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Heißt das hier Klugscheißer-Wettbewerb oder blamieren oder kassieren? Pass mal auf, Schatz. Wofür steht das? Ich sag mal, ich stell mir nur vor, wie die Frage natürlich. Ne? Wofür steht das erste A in ADAC? Wofür steht das D oder in ADAC? Oder das C? Oder das D? Das zweite A in ADAC? Oder wofür steht ADAC? Natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie, weil du so ein bisschen. Deswegen hat mein Freund Dennis ja auch den Vorteil, dass er die Frage gleich ganz hören kann. Dann sag ich jetzt nicht, was es insgesamt heißt. Und der Kollege macht hier schon. Wofür steht das? Voran jetzt! Sonst lese ich die. Bist du raus? Das erste Sag was A. jetzt! Das erste A, wofür? Allgemeiner. So, falsch. Also, lieber Dennis, wofür steht das zweite A? In der Abkürzung ADAC, das zweite A. Auto? Schade. Automobil. Ja. Und, ich hätte es gewusst. Ja, du hättest es gewusst. Ja. Dann halt doch einmal die Backen und drück! Hab ich doch. Aber zu früh. Ja. Und er macht bei mir hier. Ich bin es nicht schuld, das ist der Chef. Okay. Frage 3. Wir haben es alle mitbekommen. TV Total kommt nächste Woche aus New York City live. Das Gebiet New Yorks umfasst 5 sogenannte Boroughs, nämlich Manhattan, die Bronx, Brooklyn, Staten Island und... Sofort sagen wir es raus. Queens. Queens stimmt leider. Frage Nummer 4. Dennis. Nicht zeigen. Nein, hab ich doch nicht. Ja. Ach, noch ganz anders. Dennis, ich will einfach nur, dass er den Fokus. Dennis, was ist das für ein Ding, über das derzeit in fast allen Medien berichtet wird und das auf den schönen Namen Rosetta hört? Was war das? Oh, guck mal. Rosetta. So wollte ich immer schon eine homosexuelle Kneipe in Köln nennen. Rosetta. Ich hab's gehört. Und zwar, ich hab's gehört. 5. Und zwar. 4. Du hast gedrückt? Ja. Eine Allsonde. Lass es gelten, Raumsonde! Lass es gelten! Oder zankst du jetzt All und Raum? Nein. Eine Raumsonde von der ESA. Frage Nummer 5. Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences hat die Nominierungen für die diesjährigen Oscar-Verleihungen oder die diesjährige bekannt gegeben. 2 Filme wurden dabei für jeweils 10 Oscars nominiert. Der erste Film heißt American Hustle. Der zweite Film heißt, dieses Jahr für 10 Oscars nominiert, der erste ist American Hustle und der zweite ist... Hab ich nicht mitbekommen. 5, 4, 3, 2, 1, Graffiti. Frage Nummer 6. Peinliche Panne im Hessischen Landtag. Auf einigen Stimmzetteln für die Wahl zum Ministerpräsidenten stand nicht Volker Bouffier, sondern der fiktive Max Mustermann, der dann sogar eine Stimme erhielt. Da wird sich seine Frau aber gefreut haben. Wie heißt die fiktive Frau vom fiktiven Max Mustermann mit Vornamen? Also es gibt nicht nur Max Mustermann, es gibt auch Mustermann, die Gattin. Wie heißt die? Ich meine, ich weiß es. Ach, Zeit zu trinken. Ich hab euch lieb. Ich weiß es. Ich meine, ich weiß es. Ich glaube, es ist Erika. Und was ist deine Antwort? Erika. Und das ist richtig? Ja. Glückwunsch! Super! Frage Nummer 7.
Franzose Jérôme Champagne will Präsident werden. Von welcher Institution? Jérôme Champagne will Präsident werden. Von welcher Institution? Das weiß ich nicht. KS. Sprich mit der dicken Tante. Du weißt doch immer alles. Ich weiß, das weiß ich nicht. Hab ich nicht gehört. Also irgendwas europäisches irgendwas. Du weißt es auch nicht. Ich sag's FIFA. FIFA, guck. Das muss ich nicht. Frage Nummer 8. Nein. Nein. Was ist los? Werbung. Kinder, wir machen Werbung. Bis später. Sie wissen gerade nicht, was hier los ist. Doch, ich bin's, Elton. Ein Kindheitstraum ist wahr geworden. Ich durfte seinen Anzug anziehen, sein Hemd. Ich habe mich auch extra in der Garderobe gewälzt, damit er so schön knitterig ist, wenn ich rauskomme. Und ich darf hier dieses Show in der Show blamieren oder kassieren moderieren. Und es steht... Nee, was? 100 zu 100. Es steht unentschieden. Du hast noch alle Chancen. Du kannst ja nicht so Woche wieder. Ich habe doch die letzte Frage richtig beantwortet. Ich wundere mich auch. Hast du nicht sogar, du hast Erika richtig beantwortet? Ja. Und was hast du noch richtig beantwortet? Erika. Das konntest du nicht. Erika. Das war's schon? Das konntest du nicht. Nee, komm, jetzt mach Rosetta weiter. Konntest du nicht. Vielleicht stimmt's. Andersrum, das kann man die anderen. Vielleicht stimmt's ja doch. Also du bist aber wirklich streng mit den... Ihr guckt doch beide nicht da drauf. Ihr verderbt euch doch den Spaß nicht. Frage Nummer 8. Ja, als großer Fan dieser Show und dieses Formats, das wollte ich immer schon einmal machen. Ich möchte von euch die Antwort auf Frage Nummer 1 hören. Die richtige Antwort auf die Frage Nummer 1. Die richtige Antwort auf Frage Nummer 1. Wie oft war Maggie Thatcher beim Friseur? Ich. Du! Du! Ich habe auch gedrückt, aber... Ja, aber offensichtlich hat er ja schneller gedrückt. 118 Mal. Ja! 118 Mal! Gib mir halt! Du musst tapfer sein, ich bin genau wie Elton parteiisch. Das ist immer so, ne? Ja, tut mir leid. Jedes Mal nehme ich mir vor, mir die Antwort der ersten, was kam schon öfter. Ja, ja, ja. Also immer so alle 100 Mal irgendwie kommt immer die Frage, was war die richtige Antwort auf die erste Frage. Deswegen hat man es heute so Frage mit mir 8 oder 9. Ja, ja. Und auch diesmal habe ich es wieder vergessen, mir es zu merken. Ja, tut mir leid, Stefan. Frage Nummer 9. Welchen Wettbewerb konnte der Spanier Nani Roma am Sonntag gewinnen? Am Sonntag hat er einen Wettbewerb gewonnen. Hab ich Nani auch gelesen. Roma. Den Namen habe ich auch gelesen. Er hat einen Wettbewerb gewonnen am Sonntag. Möchtet ihr einen kleinen Tipp haben von der dicken Tante? Ja, bitte. Platz 2 belegte der Franzose Stefan Peterhansen. Ja. Rallye Paris-Dakar. Ja! Mann! Dürfen jetzt nicht blank liegen. Frage Nummer 10. Herzlichen Glückwunsch. Unser Innenminister wird heute 60 Jahre alt. Und wie heißt er? Der Neue. Wie heißt unser Innenminister? Also in Politik bist du so gut. Ja, aber das du sagst ist der Neue. Jetzt wie der... Ich muss jetzt umdrehen. Der Alte war und der Neue ist... Der Neue ist... Ah, ist er das wirklich? Er war vorher Dingensminister. Ich könnte noch mal meinen Anzug zeigen. Und ist jetzt Innenminister. Es müsste eigentlich. Elton. De Maizière. Das lasse ich so nicht gelten, weil wir haben zwei De Maizières in uns. Thomas De Maizière. Ja, jetzt müsst ihr mir helfen. Lasse ich das jetzt gelten? Das lasse ich gelten? Ja, klar. Na gut! Nützt aber nichts. Nee, nützt nicht. Ja, da hast du glatt gewonnen. Glückwunsch! Dankeschön. Moment, du kriegst noch was. 100 Euro! Und du darfst nächsten Dienstag wiederkommen. Bist du aus Trier mit dem nächsten Dienstag. Übernächsten Dienstag. Bist du mit dem eigenen Auto da? Ja. Und du hast du Freunde dabei? Gattin, Freundin? Meine Schwester. Die Schwester. Kommt die noch mal mit? Schwester, übernächste Woche? Und dafür wünsche ich dir toi, toi, toi. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute, Dennis. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Chef. Tut mir leid. Ja. Hab ich dir kein Glück gebracht? Nee, sehr das tut mir leid. Ja. Ach so. Sondern Pech. Ah!
Ella. Guck mal, ich habe noch Zeit. Ja, Stefan. Sag mal, als du bei der 30 Jahre RTL-Show ja. warst, ne? Helga. Hat der Thomas Gottschalk Helga zu dir der gesagt? Der hat Helga zu mir gesagt, ja. Aber das Schöne war, das sah man ja dann später wusste nicht im der Fernsehen. Denn, hat er sich nur vertan oder hat er immer gedacht, dass du Helga Nein, nein, heißt? Er hat sich nur vertan und vor allen Dingen hat er noch gefühlte 45 Minuten während sämtlicher Werbebreaks gesagt, ich habe doch nicht Helga gesagt. Ja, hat er immer wieder wiederholt. Ja, er konnte es nicht fassen, der arme, ja. arme Thomas. Ja, arme, arme Thomas. Wann haben wir denn wieder Schlag den Raab, meine Lieblingssendung? Ah, nichts Februar? Wissen. Februar? Bitte? Wann? 15. Februar. Sehr schön. Sehr gut. Guck ich. Natürlich. Ich bin wirklich ein Fan, das weißt du. Oh, ich könnte jetzt hier noch stundenlang stehen und in dem schönen Anzug auch. Guck doch mal, wer morgen kommt, sag uns das noch. Ja, das sage ich gerne. Morgen kommt nämlich, ach, unser Freund Horst Lichter. Und jetzt kommt... Two and a half men. So. Two and a half men. Ja. Passt. Tschüss, mach's gut. Bis morgen. Hella von Sinn. Hella von Sinn. Hella von Sinn.